Auch wenn der Anlass vielleicht für euch traurig ist, die Erinnerung an das, was vor 3 Jahren passiert ist, lädt dieser Sonntag darauf dazu ein, den Blick nach vorne zu richten. Und diese Lesungen sind einfach unglaublich, die wir gehört haben. Da wird von diesem Jubel gesprochen, von der unglaublichen Freude, die auch schon uns zuteil ist heute. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, was diese Freude eigentlich ist, von der die Bibel hier spricht, weil das ist nicht immer so leicht zu verstehen. Besonders wenn man traurig ist, wenn es nicht so leicht im Leben ist. Weil Freude und Fröhlichkeit haben sehr viel miteinander zu tun, sind aber nicht dasselbe. Und wichtig ist der Grund dafür, also für die Freude, von der die Bibel hier spricht. Der einzige Grund dafür, warum Zephania sich freut, warum Paulus sich über die Philipper auch freuen kann, auch wenn sie keine, also vielleicht nicht die besten Christen waren in der Weltgeschichte. Sie hatten auch ihre Ecken und Kanten. Und warum sich Johannes auch mit Freude auf das Kommen Jesu vorbereitet, ist folgender. Freue dich, weil der Herr ist in deiner Mitte. Und das klingt irgendwie nicht danach, als ob es ein großartiger Grund zur Freude wäre. Weil, ja, was bedeutet das schon, dass der Herr in unserer Mitte ist? Er hat es uns versprochen, dann stimmt es auch, dass er in unserer Mitte ist, aber davon bekommt man keine fröhlichen Gefühle gleich und man empfindet nicht automatisch diese Freude im Herzen. Aber stellt euch vor, diese Zephania steht da auf irgendeinem Hügel nahe Jerusalem und ruft das aus. Jauchze, du Stadt da unten, weil Jerusalem ist ein bisschen in der Tiefe. Jauchze, Stadt Jerusalem, freue dich, weil der Herr ist in deiner Mitte. Er sagt es aus voller Überzeugung, weil es für ihn auch stimmt, dass Gott dort wohnt, wo diese Menschen leben. Und es ist nicht immer einfach, das zu entdecken im Alltag, dass Gott schon in unserer Mitte ist. Aber wenn du auf dein Leben schaust, auf das, was du erlebt hast in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten Tagen, es gibt Momente, wo man sagen kann, ja, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Und manchmal ist er für mich eine Stütze, manchmal tröstet er mich in meiner Trauer, manchmal bricht eine unglaubliche Freude in mir aus. Und bei all diesen Dingen kann der Herr mit dir sein. Wie? Also das ist eigentlich ganz einfach. Das ist im Evangelium, das finde ich eigentlich lustig, wie die verschiedenen Leute zu Johannes dem Täufer kommen. Und der tauft sie, und das ist eine Taufe zur Umkehr, also eine Buße. Und die fragen, Meister, was sollen wir jetzt tun? Und er sagt ihnen, auf Deutsch gesagt, ihr macht, was ihr bisher gemacht habt, aber tut es gerecht. Dann wird der Herr in eurer Mitte sein. Es braucht eigentlich nicht viel. Das ist die Einladung, die wir aussprechen an Gott, damit er in unsere Mitte kommt. Wenn du gerecht handelst in deinem Leben und einfach ein guter Mensch zu sein versuchst, es braucht nicht viel mehr, das klingt sehr seicht, ist es aber nicht, wenn man es ernst nimmt. Wenn du das versuchst, dann ist der Herr mit dir. Und er wird dich auch ganz stark begleiten und in diese Freude führen, dir auch von dem etwas zeigen, von dem Zephanias spricht, was der Apostel Paulus auch erlebt hat. Das ist diese Verheißung, die Gott uns allen gibt, dass wir eben zum Leben bestimmt sind, nicht für den Tod. Auch wenn das ein sicheres Los für jeden, für uns ist, ist es nicht
das Wichtigste. Also das spricht die Bibel davon, dass es nur ein Schritt ist in eine Richtung. Und das ist unsere Entscheidung, was die Richtung ist, ob das Ziel Gott ist oder nicht. Aber das schweife ich ein bisschen ab, weil was ist diese Freude? Das ist einfach diese Sicherheit, die du in dir manchmal hast. Es ist nicht so sehr immer anwesend. Also das kann ich auch von meinem Leben nicht behaupten, dass ich immer diese Sicherheit habe, dass Gott mit mir ist. Und das ist der sichere Grund dafür, dass wir Freude haben können. Es braucht nicht viel mehr. Und das muss man ein bisschen trennen von den Gefühlen, die man manchmal hat, weil ich hatte heute auch einen Gottesdienst mit viel Technik und so weiter. Es hat alles gespinnt. Und ich war echt entnervt, weil das sind Dinge, die funktionieren müssen, damit man ordentlich feiern kann, haben nicht funktioniert. Und trotzdem war es mir möglich, den Herrn dort einzuladen, in diese spinnende Technik und so weiter. Und auch etwas von dieser Freude mitbekommen, auch wenn ich verärgert war und einfach alles zusammenhauen wollte eigentlich. Weil es nervt, wenn alles spinnt. Ich weiß den Grund, warum es nicht funktioniert und kann ihn nicht beheben, weil es einfach nicht in meiner Macht steht. Und trotzdem ist es möglich, auch an solchen Momenten, auch an Momenten der totalen Verzweiflung, an dieser Freude teilzuhaben. Das ist einfach, wie ich gesagt habe, diese sichere Hoffnung, die wir haben können. Also die Sicherheit, dass Gott mit mir jetzt ist oder dass Gott mit mir jetzt sein muss. Sonst geht es nicht. Also es sind so auch so kritische Momente in unserem Leben, wo man das wirklich nicht spürt, aber jetzt musst du Gott einspringen, sonst geht es nicht. Und das ist der Grund, warum wir ein Leben in Freude führen können. Das heißt nicht, dass man immer gute Laune hat und so weiter, aber dass man die Ausrichtung kennt, dass das Ziel vor Augen ist, das sichere Ziel, die Hoffnung, dass jeder von uns zu seinem Leben bestimmt ist. Und ein bisschen davon kann man bekommen, wenn man heutzutage da irgendwo unterwegs ist, auf diesen Weihnachtsmärkten, Adventmärkten, Christkindlmärkten, wie das alles so heißt. Auch in einem Einkaufszentrum kannst du etwas davon mitbekommen, auch wenn es mit Jesus und Gott nicht so viel zu tun hat. Die Freude, die auch dort zu finden ist, kommt von Gott. Weil der Grund, warum es so viel los ist in diesen Tagen, ist, dass Gott Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren. Sonst gäbe es das Ganze nicht. Und vielleicht wären die Leute ganz, ganz traurig jetzt in dieser Zeit, aber jeder hat einen Grund zur Freude. Und manchmal sind es kleine Dinge, die dir Freude bereiten werden, und tue das nicht ab, als ob es nicht von Gott kommen würde. Er ist der Spender alles Guten in dieser Welt. Und alles Gute, was du in deinem Leben erlebst, sei es so klein oder so groß, kommt von ihm. Und der Grund, warum er es dir schenkt, ist, weil er dich liebt. Über alles. Das feiern wir, den Grund für diese Liebe dann und wie er uns zeigt zu Ostern. Aber heute kannst du auch dafür vielleicht Gott danken, dass er mit dir ist, dass er deine Hoffnung ist darauf, dass alles wieder gut wird. Das klingt wieder seicht, aber Gott ist derjenige, der uns versprochen hat, ein Leben in Fülle. Und das Leben in Fülle bedeutet einfach, dass alles in Ordnung ist. Dass wir Gemeinschaft haben können mit Menschen, die von uns gegangen sind, dass wir eines Tages auch mit ihnen vereint sein werden, auch mit der Anna und mit vielen anderen, die von uns gegangen sind und noch gehen werden. Gott ist der Grund dafür, dass es möglich ist. Und er lügt nicht, er ist derjenige, der Wahrheit spricht. Auch über unser Leben, eben dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Also versuche
auch in diesen Tagen diese Freude nachzugehen, all dem Guten, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat und schenkt. Und du wirst auch etwas davon vielleicht mitbekommen, was schon im Himmel los ist. Weil das ist eine Sache, die ich mir immer denke. All die Menschen, die mit Gott schon vereint sind, auch die Engel und andere komische Wesen, von denen die Bibel berichtet, die da vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten, all die brechen immer in Jubel aus, wenn sie auf unser Leben sehen, weil sie haben echt eine Ahnung davon, was Gott in deinem und in meinem Leben wirkt. Unser Blick ist manchmal sehr getrübt durch viele Dinge. Aber versuche mit den Engeln ein bisschen, das klingt kitschig, aber wenn zu Weihnachten wir dann Weihnachten feiern, also diese Freude einfach zuzulassen in uns, was auch uns umgibt, unser Leben manchmal ausmacht. Versuche das anzunehmen, was Gott dir in dieser Zeit schenkt. All das Gute ist nur für dich.